Herzlich willkommen, liebe Leute, zum Silvester-Special 2021. 2022. Es ist wieder soweit, ich sitze wieder hier und es ist einfach wieder heute Silvester. Ja, es ist soweit, ein neues Jahr ist vorbei, ein altes Jahr ist vorbei, ein neues Jahr wird kommen. Und was war 2021 doch für ein Jahr? Genau der Frage will ich in dem Video heute ein bisschen nachgehen und zusammen mit euch mal ein bisschen das Jahr reflektieren, überlegen, was war schön, was war toll, was war vielleicht nicht so toll. Und ja, das Silvester-Special wird dieses Jahr ein bisschen geringer ausfallen, einfach weil allgemein meine YouTube-Präsenz dieses Jahr ja ein bisschen geringer war. Aber trotzdem, schauen wir uns mal ein bisschen an, was das Jahr so mit sich gebracht hat und wie es war. Dementsprechend herzlich willkommen zu meinem Silvester-Special 2021/22. Ja, Silvester, ne? Wie immer, jedes Jahr am Tag, wo man denkt, ah, wie ist das Jahr gelaufen? Was lief gut? Was lief nicht gut? Und wie jedes Jahr mache ich einen Silvester-Talk. Eben dieses Video hier. Ein Jahresrückblick werde ich mir dieses Jahr sparen. Ja, ihr seht schon, mein Setting ist ein anderes wie sonst immer. Zum einen habe ich kein Greenscreen und zum anderen sind hier. Ist das, glaube ich, neu für euch, das, was ihr im Hintergrund sehen könnt. Bei meinem Gaming-PC, hier meine PlayStation 5, im Hintergrund Pfosten, die Tour. Das liegt daran, dass es jetzt sehr spät zum Ende des Jahres, eigentlich erst vor drei Tagen, vor wenigen Tagen, mein Setup hier nach oben verfrachtet habe. In meiner Wohnung. Dazu aber später mehr, was damit auf uns hat. Fangen wir mal chronologisch ganz direkt an. Nämlich in Silvester 2020/21, nämlich genau heute vor einem Jahr. Da habe ich meinen Silvester-Talk 2020/21 gebracht. Ja, das ist quasi Silvester-Talk gekreuzigt mit einem Jahresrückblick, wenn man so will. So, wenn wir uns jetzt mal am Bildschirm mal genauer reinziehen, dann können wir hier mal ein bisschen jetzt einen Jahresrückblick sehen. Das könnt ihr auch sehen. Und sehen, wir hatten den Silvester-Talk. Dann hatten wir auch allgemein kurz vor Silvester relativ viel Among Us gehabt. Da hat es auch am Weihnachtsbattle zu Weihnachten der Kaoka singen. Das wollte ich euch nicht dieses Jahr nochmal tun. Dann auf jeden Fall hatten wir relativ viel Among Us. War auch ein echt wildes Spiel. Dann ein bisschen Mario Kart, Mario Maker. Dann Hype auf Splatfest, dann Splatfest-Stream. Dann natürlich im Februar mein 5-jähriger Gamercode-Stream. Was schon so ein kleines, durchaus wildes Event war, was wir dann hatten. Mit meinen 5 Jahre Game-Accounts, was wir sehr krass gefeiert hatten hier. Da wird es auch dieses Jahr bei der Welt wieder ein Jubiläumsstream geben. So dann 6 Jahre Game-Accounts. Das hatten wir hier eben gefeiert gehabt. Dann hatten wir einen Haufen Stuff gesorgt. Zum Beispiel hier Mario Kart, ganz wild. Dann hatten wir viel gelabert, hatten dann natürlich standardmäßig Smash Bros. Gespielt, gehört halt auch immer zu das Game. Dann hatten wir irgendwann mein erstes Video reingezogen oder generell ein paar von meinen alten Videos, auch so mit Vlogs und sowas, was hier die Gamescom, die da noch stattfinden konnte, 2019. Das war so ein Bild. Da natürlich auch war irgendwo mein erstes Video, das will ich aber nicht nochmal antun und meine ersten Videos generell. Also was macht man auf meinem Geburtstag? Das machen wir nächstes Jahr auch wieder, kleiner Spoiler. Dann haben wir hier ein bisschen Minecraft gesockt, die Animal Crossing gesockt. Also da war es dann erst mies viel Cooles und Wildes dabei in der Community-Stream. Und da wird es dies Jahr, so 6 Sachen Gamer-Codes, auch wieder was Fettes geben, dazu aber demnächst mehr. Ja, dann hatten wir schon mal To Devil, das ist ja letztes Jahr erschienen. War quasi auch so als Projekt, weil es 5 Jahre Gamer-Codes und bla, das war wild. Hat man mal Tether Direct relativ am Anfang vom Jahr im Februar. Da war es eigentlich noch ein bisschen aktiv. Da habe ich angefangen mit meinen Mittwochstreams und Terraria und so weiter. Noch auf YouTube gemacht und dann bin ich nämlich hier irgendwann zu Twitch gewechselt tatsächlich. Und habe relativ viel D-Welt gebracht, dann ein bisschen Metopia und bin dann irgendwann zu Twitch gewechselt. Ne? Dann lief halt leider lange Zeit nichts mehr, hat immer wieder Episoden war es ein bisschen was. E3 hat es gestreamt, dann Gamescom. Aber allgemein doch erstaunlich wenig leider. Und ein paar Streams hat es halt auf Twitch. Dann sind wir eben jetzt wieder rausgekommen, wo es mit Animal Crossing wieder ein bisschen angefangen habe. Und dann on top auch noch mit GTA als Twitch Live Let's Play.
Ja, und dann sind wir eben jetzt wieder hier, naja, wo wir jetzt halt nun mal sind. Das so soweit zu meinem Rückblick und nun zu meinem eigentlichen Talk, weil ich mache hier, wie gesagt, einfach beides in einem, das macht mehr Sinn. Ja. Jetzt haben wir das Jahr ein bisschen Revue passieren lassen seitens YouTube, weil viel ist es nicht passiert, dazu aber nachher noch mehr. Ich mache das Ganze ja auch heute wieder ohne Skript, also kann sein, dass ich mich wiederhole, das Ganze vom Aufbau her nicht ganz logisch ist, ihr kennt das. Ja. Also, bisschen das Jahr reflektieren. Ich hatte jetzt meinen Abschluss gehabt, jetzt im Sommer, Juni diesen Jahres, habe jetzt erfolgreich mittlere Reife erworben und bin jetzt auf der FOS unterwegs in der 11. Klasse und plane es schon wirklich gut zu sein in der FOS, gerade auch wenn es 12. und 13. heißt, ich werde sehr, sehr viel Zeit einfach in Schule investieren. Dann hat es auch im Privaten bei mir viel verändert, auf worauf ich nicht genau eingehen will. Ich sag nur, es sind ein paar, besonders eine Person in mein Leben reingekommen, die wirklich sehr, sehr viel bedeutet und mit der ich halt auch sehr viel Zeit verbringe. Und dementsprechend hat es in meinem Real Life einfach auch viel getan, auch privat viel getan. Und das frisst alles auch viel Zeit. Und Schule und Real Life zusammen füllen halt derzeit so ziemlich mein ganzes privates Leben. Nichtsdestotrotz will ich auch wieder, ich weiß, ich sage das andauernd, aber will ich doch wieder auch ein bisschen mehr Zeit in YouTube rein investieren. Hauptsächlich warum? Ich brauche neben Schule und Freunden auch noch ein bisschen was anderes. Weil ich kann nicht nur 24-7 lernen und 24-7 mit Freunden verbringen. Mach es auch nicht, bin realistisch. Aber ich will einfach trotzdem ein bisschen auch noch ja, so eine Art Hobby nachgehen. Und YouTube war ja letztendlich immer das große Hobby, was ich einfach hab. Und dieses große Hobby will ich in irgendeiner Form schon weiterführen. Mit Corona geht es halt eh nichts anderes an Hobbys. Und dementsprechend will ich wieder ein bisschen mehr Videos bringen. Ein Video pro Tag ist so meine, oder alle paar Tage mal ein Video ist so meine Maxime, ein bisschen so, woran ich mich einfach orientiere. Und ich will auch wieder einmal in der Woche zumindest mit euch als Community interagieren und Streams machen. Weil das vermisse ich einfach. Das ist toll, das ist cool. Und das will ich ab jetzt immer mittwochs machen. Von 20 bis 22 Uhr. Das wird es auch sehen, falls geben. Und ja, ich habe viel gesagt. Aber das meine ich in dem Fall todernst. Warum? Der ist mehr. Ich will einfach wieder ein bisschen aktiv. Ich weiß, es sagt, seht ihr, ich will aktiver werden. Ich hab doch irgendwas dazwischen und bla und bla. Aber diesmal meine ich es komplett ernst. Aber wie macht Gaming noch Spaß? Wie macht Streaming noch Spaß? Und ich will das einfach bis zu einem gewissen Grad weiterführen. Und das wird es auch und das wird dann einfach cool und toll werden. So. Letztes Jahr, dieses Jahr allgemein lief es nicht so gut. Hatte eben mehrere Gründe. Hat nicht nur die Gründe, hat auch noch ein paar andere private Gründe gehabt, aber letztendlich ja, ich habe sehr, sehr viel Zeit in die Schule investiert. Ich werde auch nach wie vor sehr, sehr viel Zeit in die Schule investieren. Aber in einem Rahmen ist es auf jeden Fall noch saft, täglich eine halbe Stunde für YouTube zu investieren und mittwochs halt ein bisschen mehr, wenn ich stream. Das ist in meinem Zeitplan auf jeden Fall drin. Weil eine große Sache, die ich noch in meinem Leben generell verändern will und mir auch als Ziel für 2022 gesetzt habe, ist Zeitmanagement. Weil man kann nur dann erfolgreich sein oder was ist was, oder meiner Meinung nach erfolgreich sein oder ein Leben führen, mit dem man zufrieden ist, wenn man es auf die Reihe bekommt, ein Zeitmanagement zu haben. Man hat einen festen Plan, grob, was man täglich vorhat, like the Do-Liste und das will ich mit ein paar anderen Zielen, unter anderem einfach früher aufzustehen und ja, einfach mein Leben noch ein Stück weit mehr in den Griff zu bekommen, wie es eh schon ist. Und eine Sache gehört einfach dazu, dass ich mich auch um YouTube pflege. Das ist so eine Sache, die will ich halt einfach nächstes Jahr erreichen. Dementsprechend steht das halt auch erst weit oben auf meiner To-Do-Liste. Wie krass und was jetzt auch klingt. Und ja, ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, wenn ich es schaffe, einen strukturierten Tagesablauf reinzubringen, dass es auch schafft, mit YouTube einfach am Ball zu bleiben. Zumindest einmal in der Woche streamen und alle paar Tage ein Video. Ich will auch zwei Let's Play-Projekte tatsächlich gleichzeitig laufen lassen. Ein Tag das eine, anderen Tag das andere. Und das wird auch passieren, das wird klappen. Ihr seht es und ich müsste mir auch theoretisch irgendwann neu Facecam kaufen, aber damals sehen wir, wie weit das realistisch und sinnvoll wird. Das nur soweit, so viel dazu. Ich will einfach wieder mehr zu YouTube zurückkommen. Was das Ganze noch fordert. Ich habe da jahrelang, eigentlich seit Anfang von YouTube, bei mir im Keller gestreamt gehabt. Und da ein Setup gehabt, das hat es alle paar Wochen, Monate mal verändert, ist mal von hier nach hier gewandert, hat es einfach mal verändert.
Und das ist auch so eine Sache. Ich habe mein Setup jetzt nach langem Überlegen endgültig nach oben in meine eigene Wohnung hier verfrachtet, weil ich jetzt einfach mehr Platz habe und mich da besser ausbreiten kann. Deshalb hier auch ein anderer Hintergrund, weil mein Greenscreen, den ich hier voll gekauft habe, einfach noch nicht da ist. So. Und mit diesem Setup-Wechsel, wie sie es mal nennen, kommt es am YouTube mehr oder weniger nicht drum rum, weil er einfach fett oben in meiner Wohnung steht und es immer, wenn es mein Arbeitszimmer, immer ins Schlafzimmer wandern will, hier mein Setup dran vorbeikommen. Und so einfach motivierter bin und da doch irgendwo die Zeit habe, mich hier einfach täglich ranzusetzen und für euch was zu machen. Und das will ich wirklich. Und mir ist egal, ob Leute meinen, ich sollte aufhören, weil ich es eh nicht durchhalte. Mir ist egal, weil mein YouTube-Channel quasi tot ist und ich nahezu keine Aufrufe mehr auf meine Videos bekomme, was selbst schuld bin und auch auf Twitch nicht viel los ist. Ist mir alles egal. Weil ich streame und nehme Videos auf, nicht davon, um Fame zu werden, sondern für Zeitverbrauch, weil es mir Spaß macht. Für meine Familie, für meine Freunde, für die Art von Leuten mache ich die Videos und für meine Community, die paar, die noch da sind und wirklich zuschauen. Und wie geil war das? Ich habe nach mehreren Monaten komplett AFK sein. Von einer kurzen Zeit mal wieder gestreamt und ein Video hochgeladen und instant waren Zuschauer da, die zugeschaut haben. Einfach sich gefreut haben, dass ich wieder da bin. Und für die paar Leute werde ich meine Videos weiterhin machen. Ich habe hochanteilig versprochen, ich werde nie einfach so von YouTube oder Twitch verschwinden. Und das werde ich auch nie. Und ich weiß, 2021 lief YouTube-mäßig scheiße, es lief auch vieles private scheiße. Weshalb ich nicht unbedingt sagen kann, das war ein geiles Jahr. Ich hatte stark mit Corona zu kämpfen. Also, ich hatte kein Corona. Aber ich war doch so ein sehr eingeschränkt in dem, was ich machen könnte. Und klar, Corona hat uns allen viel abgenommen, aber irgendwie ist man zeitweise doch einfach lowly und hinterfragt relativ viel. So ging es mir natürlich auch. Es hatte Phasen im Jahr, da ging es mir wirklich nicht so gut. Aber dafür auch andere Phasen, wo es mal Abschluss hatte, wo neue Personen in mein Leben dazugekommen sind, hat es wirklich dann zuletzt eine 180-Grad-Wende. Mein Leben ist so viel besser und toller geworden seitdem. Mein Leben ist deshalb auch einfach toll und gut. Und ich kann wirklich sagen, ich bin, und das sage ich wirklich zum ersten Mal seit langem, ich bin so 80% zufrieden mit meinem Leben. Und die 20%, die mein Leben wirklich perfekt machen, ich meine, ich habe privat nicht viele gute Leute, mit denen ich verstehe. Und ich habe meine Schule im Griff. Und die einzigen 20%, ich will noch den Rest von meinem Leben in den Griff bekommen. Stichwort, es schaffen, Ordnung in meiner Bude hier zu halten. Und ich will YouTube einfach weitermachen. Und dann bin ich am Punkt, wo ich sage, ja, mein Leben ist perfekt. Und das wird wirklich vermutlich auch Mitte nächsten Jahres so sein, wenn nichts anderes mehr dazu kommt. Ich habe genug Zeit für Schule. Ich habe genug Zeit für Freunde und Freundinnen. Ich habe genug Zeit für Internet. Das ist so das, was ich wirklich so als Ziel habe. Und ich will eben auch mit euch Online-Freunden. Zum Teil kann ich wirklich so sagen, meine Community, ihr seid mir richtig Freunde mit der Zeit geworden. Denn ich bin da fest überzeugt, auch wenn es nur online ist, man kann mit Leuten befreundet sein. Und das bin ich mit euch, meinen engsten Stammkreis von der Community wirklich. Und da gibt es wirklich so Leute wie Xander, Kamillentee, Kröte, Martin. Also der, ne, das sind wirklich so, nur ein paar Leute zu nennen, die instant wieder da waren, wo es angefangen hat zu streamen. Und das, meine lieben Freunde, das halte ich wirklich für nicht selbstverständlich. Finde das ehrenhaft und finde das erst toll. Und allein für die Leute werde ich definitiv weitermachen im nächsten Jahr meine Videos. Für die bin ich auch motiviert. Und das gehört einfach dazu. Und das wird auch wirklich gut gehen, ne? Weil ich hatte wirklich jetzt eine 180-Grad-Wende in den letzten paar Wochen, Monaten gehabt. Und mein Leben ist so gut derzeit. Ich bin wirklich on top motiviert für alles. Und dazu zählt eben auch YouTube mit rein. Und ich werde mein Ding durchziehen. Das ist das Entscheidende, was ich immer gesagt habe. Sei es für Schule, was auch immer es macht. Zieh dein verdammtes Ding einfach durch. Und das werde ich jetzt auch. Und das ist wirklich einfach pressen. Und das werde ich dieses Jahr hoch und heilig auch einhalten. Denn wir haben jetzt eine komplett andere Situation wie noch letztes Jahr. Und auch wenn ich sehr ausgelastet bin mit Schule, Freunden, Freundinnen, allen drum und dran. Und da wirklich viel Zeit investieren, weil wirklich nach wie vor ReLive doch ein bisschen höher als YouTube steht. Macht mit 6.4, ist einfach so. Will ich trotzdem ein bisschen was Content auf YouTube auch noch bringen und ich werde es diesmal durchziehen. Weil das ist einfach ein Ansatz an mich selbst so. Weil ich habe so einen Anspruch und das ist wirklich einer davon, der einfach mit dazu gehört, dass ich jetzt endgültig mein Leben einfach auf die Reihe bekommen will. Und das ist wirklich eine Sache, die da dazugehört. Ja? Und das ist so, das hat mich dieses einfach innerlich zerbissen. So dieses, dass wirklich schon viele glaubt,
ist nur unter anderem Sachen mit YouTube nicht auf der Reise gekommen. Und hab da gesagt, Aufwärmen ist für mich keine Alternative. Dazu habe ich zum einen zu viel Geld in mein Equipment und alles reingesteckt und zum anderen einfach so viel Zeit. Und mir doch irgendwo eine wilde Community aufgebaut. Mir macht's nach wie vor einfach Spaß. Mir macht es Spaß, mich vor die Kamera zu setzen, Gameplay aufzunehmen, mit euch zu interagieren. Whatever. Und das wird es auch in Zukunft durchgeben. Und gerade die Community-Streams, wo es einfach mit euch zusammen auf Twitch und YouTube streamen, Games Talk, das macht Spaß, das ist toll. Und das wird es einfach weiterhin noch geben. Und ich finde, das ist einfach auch das, was YouTube für mich ausmacht und ausmachen wird. Eventuell habe ich mir überlegt, ob es so ein Zweitkanal startet, was dann ein bisschen eher mehr. Ja, weil ich gebe doch auf YouTube gehen deshalb die ganzen Study-YouTuber viral. Die erst ich was Vlogs aufnehmen, wie sie lernen und allgemeine Tagesablauf. Und ich ziehe mir da viel rein, weil ich mich selbst motiviert. Ich überlege, ob ich selbst ein bisschen was in die Richtung auch vielleicht ab nächsten Jahr da mache, weil ich bin halt in der Szene sehr viel drin. So, Study-Motivation, Study, weil das eine Sache, die interessiert mich einfach. Ja? Und vielleicht langt sich der ein oder andere, Alter, was ist das für ein Typ, der hat ein Rad ab? Nee. Weil Lernen oder generell Schule macht einfach einen sehr großen Teil meines Lebens aus. Und ich bin der festen Überzeugung, um dazu kurz mal abzuschweifen. Schule und Lernen muss nicht immer gleich automatisch komplett kacke sein. Weil man kann das Lernen auch so machen, dass es voran schön ist. So ein bisschen in der Ästhetik-Richtung. Da geht wirklich viel. Das ist eher bei Mädchen verbreitet, das weiß. Aber das ist, finde ich, auch für Jungs, die es dafür interessieren, eine wirklich spannende Sache. Und da ist wirklich jetzt eine dermaßen große Community hier. Auch in Verbindung mit der Lo-Fi-Musik. Da ist auf YouTube viel. Und in dieser Szene bin ich deshalb deutlich aktiver und mehr los als passiver Zuschauer, als in der Nintendo-Gameplay-Szene, als er noch vor Jahren war. Also da ist ein bisschen, bin ich einfach gewachsen. Ein bisschen, weil man verändert sich über Jahre. Man trainiert mehr, merkt so, aha, was denn in der Resten, wo soll das hingehen. Und gerade zur Bildung, Digitales und iPad und so weiter. Ich sehe mich deshalb stärker, wie ich so vor. Ich sehe mich wirklich. Und ich denke mal, dass es auch sein könnte, dass ich in die Richtung YouTube-mäßig mehr was mache. Weil das einfach doch die meiste Zeit meines Tages frisst. Und da könnte es jetzt sein, dass wirklich so anfangen, ein bisschen so Study-Vlogs oder sowas und mit Filme. Ist jetzt vielleicht für die Kern-Community hier nicht interessant, aber vielleicht für andere Leute, die es da wieder anspreche. Vielleicht auch nichts, aber ist es zumindest für mich so eine Art Video-Lerntagebuch, wo es dann irgendwann nachvollziehen kann. Ja, lol, ey, das habe ich mit der Zeit gemacht. Wo habe ich mich da dran gesetzt? Und vielleicht bin ich tatsächlich ernsthaft überlegen, ob ich das damit in irgendeiner Form einfach verbinde und einfach irgendwas Krasses will es anfangen zu machen. So Vlogs-mäßig. Das Festhalten in ein paar Jahren zu sehen, yay, was habe ich alles erreicht, wie viel Zeit habe ich irgendwo da rein investiert. Und ich glaube, ich fange damit wirklich an, weil ich mir das echt cool, geil und wild vorstelle. Tatsächlich. Ja? Also da eine Richtung wird es dem jetzt vermutlich einfach noch viel geben. Und ihr merkt schon, ich habe da wirklich viel Cooles vor und ich werde das auch hinbekommen. Weil das Allerwichtigste, damit das heutige Leben klappt, ist Time-Management. Und das will ich wirklich, ich will, dass mein Leben durchplanen, das alles hinbekommen. Und jeden Tag einfach die 120% geben. Das ist hart, aber ich werde das machen. Und einige von meinen Freunden werden das, wenn das Video dann auch denken, WTF, was geht mit dem Typ ab? Hat da irgendwie Rat ab oder vielleicht auch einige von euch. Es wirkt vielleicht so, aber nein. Die Kopfaussage ist einfach nur, es will YouTube und der ganze Rest wieder alles zusammen hinbekommen. Und ich werde in dieser besagten Start-YouTuber-Szene vielleicht auch mit einem neuen Kanal was Neues anfangen, weil ich mich einfach reizt, weil ich Bock darauf habe. War Gaming. Weil das immer weitermachen. Und weiterhin im Hinterkopf behalten, auf jeden Fall. Und das sage ich jetzt nicht hoch und heilig einfach um zu sagen, sondern weil es so ist. Das so war zu dieser Sache. Ja. Ihr merkt schon, das Jahr ist vorbei, es ist viel Interessantes passiert, bei mir privat eben, wie gesagt, auch. Ich habe es Abschluss geschrieben. Ich bin an einer neuen Schule unterwegs, ich plane nach wie vor mein normales Abitur. Gerade die Fachoberschule mit dem Praktikum ist echt geil, es ist toll. Deshalb läuft wirklich so fast alles in meinem Leben einfach wirklich so, wie ich es haben wollte. Wo ich mir denke, ja Mann, das ist cool, das ist toll. Und das ist einfach erst Wahnsinn. Und ich will euch, liebe Community, einfach auch dran teilhaben lassen. Und das werde ich auch in Zukunft. Das wird einfach alles wild, krass und toll werden. Darauf könnt ihr euch verlassen. Und das so ein bisschen als kleiner Ausblick auf das, was 2022 passieren wird. 2022, das wird, nehme ich mir selbst vor, mein Jahr, wo es in der Schule krass durchstarten wird. Noch mehr, wie ich jetzt eh schon tue, wo es auf YouTube krass durchstarten wird. Ein bisschen mit Gameplay, vor allem auch mit meinen Study-Zeugs, was da so planen.
Das wird wild. Mein Leben dementsprechend wird erst wild werden. Das sagt Isais. Mit diesem Ausblick, meine lieben Freunde, ich weiß, dass Silvester wie normalerweise Lava ist, der immer voll lang, aber dies Jahr auf YouTube war nicht viel los, privat war es auch nicht so krass viel los, was hier auf YouTube jetzt mit euch teilen will. Dementsprechend ist dies Jahr einfach nicht so viel los. Dementsprechend ist dies Jahr einfach ein bisschen weniger malen. Ich konnte das Video natürlich in die Strecke ziehen, aber wozu? Alles Wichtige ist gesagt, ihr habt ein bisschen Einblick bekommen, vielleicht ein bisschen noch was verstanden, was habe letztes Jahr, beziehungsweise noch dieses Jahr, nicht so viel los war, weshalb nächstes Jahr einfach mehr los wird. Das geiler, wilder, krasser, whatever wird. Ja? Und mit diesem schönen Ausblick hier wünsche ich euch noch ein schönes Silvester. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Silvester. Und wir sehen uns alle hoffentlich gesund und munter im neuen Jahr wieder zu einem Silvester Animal Crossing Special, was am 1. hochladen werde. Und dann auch sonst zu neuen Livestreams und Videos auf meinen YouTube-Channel GameMarkHouts. Und ab demnächst auch so Study Vlogs und generell zu dem Thema, falls es interessiert, zum neuen Channel. Ich werde euch dahingehend informieren. Falls ihr sagt, nee, ich interessiere mich davon nicht, was hier in der Gaming-Sparte ja gar nicht mal so unwahrscheinlich ist, dann bleibt es einfach bei GameAccords, beim Gaming dabei. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und wünsche euch einen wundervollen, tollen Start ins Jahr 2022. Ich wünsche euch, dass alles, was ihr euch vorgenommen habt, in Erfüllung geht. Ich wünsche euch einen guten Rutsch und nach ein paar schönen restlichen Stunden im Jahr 2021 genießt ihr, denn das wird das letzte Mal sein, dass ihr etwas im Jahr 2021 machen könnt. Geht trotz!